Antworten auf Fragen zu unserem Video. Kann ein Hinzuverdienst zur Rente die spätere Rente insgesamt erhöhen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben kürzlich ein Video ins Internet gestellt auf YouTube zum Thema, kann ein Hinzuverdienst zur Rente die spätere Rente erhöhen? Und da haben wir wieder viele Kommentare bekommen und ich möchte einfach mal auf ein paar Fragen hier antworten. Da schreibt uns zum Beispiel der Tufan Saya, wenn ich eine EM-Rente auf Zeit bekomme und bis zur Regelaltersrentenzeit, die dann bekomme, kann ich mir Rentenentgeltpunkte kaufen, damit meine spätere Rente Entgelt erhöht wird. Also ich übersetze mal, der Herr Seyer möchte ganz gerne wissen, ob er in der Zeit, wo er eine Erwerbsminderungsrente bekommt, einfach eigenes Geld in die Hand nehmen kann, sich freiwillig versichern kann in der gesetzlichen Rente und dort Rentenbeiträge einzahlen kann. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Das heißt also, wenn Sie eine befristete Erwerbsminderungsrente bekommen, können Sie keine freiwilligen Beiträge, keine freiwilligen Rentenbeiträge in die Rentenkasse einzahlen. Das ist bei dem Bezug einer Erwerbsminderungsrente nicht möglich. Noch ein Kommentar von dem Herrn René Mrosko, der schreibt uns, ich bin seit dem 1.12.2020 Rentner für eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte, 45 Jahre Wartezeit. Rein theoretisch könnte ich für einen Monat 44.000 Euro für das Jahr 2020 hinzuverdienen. Ab dem 1.12.2022 bin ich dann Vollrentner. Bedeutet das, dass ich schon in 2022 theoretisch unbegrenzt hinzuverdienen kann? Also die erste Frage, also die erste Antwort erstmal, ja, lieber Herr Mrosko, Sie können im Dezember 2020 rein theoretisch 44.000 Euro hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Wir hatten ja damals, das ist ja bekannt, durch die Corona-Regelung diese Anhebung der Hinzuverdienstfreigrenze von 6.300 Euro auf die 44.590 Euro. Ich glaube, so viel waren das. Das heißt also, für diesen einen Monat können Sie diese 44.000 Euro dazu verdienen. Aber die echte Anrechnungsfreiheit auf eine Altersrente, lieber Herr Mrosko, die beginnt bei Ihnen am 1.12.2022. Das heißt also, ab dem 1.12.2022, wenn Sie dann die Regelaltersgrenze erreicht haben, können Sie unbegrenzt so viel dazu verdienen auf Ihre Rente, wie Sie wollen. Da wird nichts mehr angerechnet. Wenn Sie aber meinen, dass Sie ab dem Jahr 2022, also ab dem 1. Januar bis zum 1.12.2022 schon unbegrenzt hinzuverdienen können, das geht nicht. Das wird wiederum auf Ihre vorgezogene Altersrente angerechnet. Bitte bedenken Sie, im Jahr 2022, also nächstes Jahr, gibt es aller Voraussicht nach wieder die normale Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro. Dieses Jahr, im 2021, haben wir die Hinzuverdienstgrenze 46.060 Euro. Dann hier eine ganz interessante Frage vom Jäger 87. Sehr geehrter Herr Knöppel, habe eine Frage an Sie. Wie ist das, wenn ich eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme und weiterarbeite, 100 Stunden im Monat? Zahle ich dann weiter in die Rentenversicherung ein? Wird die EM-Rente immer wieder erhöht oder wie funktioniert das? Also, unter der Maßgabe, dass Sie nicht mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten, das heißt also im Monat unter 120 Stunden bleiben, ist das erstmal grundsätzlich kein Problem. Dann ist es erstmal rentenunschädlich. Dann kommt es natürlich noch darauf an, wie hoch der Verdienst ist, den Sie da haben, dass Sie also, Entschuldigung, innerhalb dieses Freibetrages, des individuellen Freibetrages bleiben, den Sie bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente haben, wo der Hinzuverdienst nicht auf diese Rente angerechnet wird. Jetzt fragen Sie aber, zahle ich weiter in die Rentenversicherung ein? Was passiert dann? Erhöht sich dann meine teilweise Erwerbsminderungsrente? Nein, das nicht. Das, was Sie dort verdienen, wird dann später bei einer Altersrente natürlich in die Altersrente mit einberechnet, aber in die laufende EM-Rente wird das nicht mit einberechnet. Denn durch die Erwerbsminderungsrente passiert eins: Ab Beginn des Leistungsfalls wird nichts mehr, was Sie ab dort an Verdiensten haben, das ist also praktisch der Tag, wo bei Ihnen die Erwerbsminderung festgestellt worden ist, ab diesem Tag bis in die Zukunft, bis zum Ende des Laufens der Erwerbsminderungsrente, wird grundsätzlich weitergehender Verdienst
rentenrechtlich erfasst, gar keine Frage, da geht Ihnen nichts verloren, aber für die laufende Erwerbsminderungsrente wirkt das grundsätzlich nicht rentenerhöhend. Hier hat die Gabi B. uns nochmal eine nette Frage gestellt. Da stellt sich mir die Frage, ich habe eine EU-Rente und arbeite auch in einem Impfzentrum auf Minijobbasis. Ich bin beschäftigt beim Freistaat Bayern. Dieser macht keine Pauschalisierung. Das heißt, auch von dem geringen Verdienst fließen Beiträge an die RV, KV und PV. Hat dies auch eine Auswirkung? Ja, sicher, na klar. Mal angenommen, Sie würden jetzt für ein Jahr einen versicherungspflichtigen Minijob dort machen, sind das, habe ich mal ausgerechnet, ungefähr 4 Euro Rentenerhöhung pro Jahr, pro Monat, pro Jahr, die Sie mit dem Minijob hier, wenn Sie dort einzahlen, de facto höhere Rente bekommen. Ich vermute, dass hinter der Minijob-Variante hier letzten Endes kein Minijob dahinter steht, sondern wirklich nur ein Arbeitsverhältnis. Ja, also ich kann ja auch für 150 Euro irgendwo angestellt sein und bezahle ganz einfach Krankenversicherung und Pflegeversicherung und Rentenversicherungsbeiträge. Hat für Sie vielleicht auch den Vorteil, dass Sie dann hier entsprechend auch unfallversichert sind, auch Krankenversicherungsschutz haben. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.